Hallo, mein Name ist Inge. In diesem Videokurs lernst du, wie du eine klassische Buntfaltenhose nach allen Regeln des Schneiderhandwerks anfertigst. Das Besondere an dieser Hose ist, sie hat zwei Buntfalten, die in eine Bügelfalte enden, und die Hose hat eine fließende Beinform. Zusätzlich hat die Hose seitlich eine Nahtasche, einen leicht in Form gebügelten Hosenbund, der mit einem Handknopfloch geschlossen wird, und einen verdeckten Reißverschluss, der einen gearbeiteten Untertritt hat. Außerdem ist die Hose bis unterhalb des Knies gefüttert und endet mit dem Blindsaum. Das Schnittmuster für diese Hose findest du im Kursmaterial zum Download in 12 Größen von Größe 34 bis 56. Du kannst diese Hose wirklich mit einer ganz einfachen Nähmaschine nähen. Alles, was du benötigst, ist das passende Material. Wir haben uns hier für einen Wollflanell entschieden. Du kannst aber auch eine Baumwolle oder einen Leinen nehmen. Du benötigst natürlich Zuschneide- und Markierwerkzeuge, Aufzeichenhilfen und ein richtig gutes Dampfbügeleisen. Du solltest über leichte bis mittlere Nähkenntnisse verfügen und schon das ein oder andere Teil für dich genäht haben. Die Hose ist ein schönes Basisteil, aber vielleicht hast du ja auch schon einen Blazer aus demselben Stoff für dich genäht, und dann wird es durch die Hose zu einem perfekten Hosenanzug. Ich würde mich freuen, wenn ich dich im Kurs begrüßen darf.